Willkommen zu Star Citizen und der Alpha 3.11. Die 3.11 ist aus dem Public Test Universe, das heißt auf dem Testserver, und mit der Welle 1 schauen wir uns das Ganze an. Wir haben bei dem Start die erste Änderung, und zwar einen neuen Startbildschirm, welcher modular gestaltet ist und als Grundlage für kommende Versionen dienen soll. Auch die Charaktererstellung wurde aufgewertet und aufgebohrt. Hier haben wir mehr Möglichkeit für Individualität bzw. Charakteroptionen. Ansonsten gab es auch viele Updates bzw. Bugfixes und Behebungen von Exploits, welche in der Vergangenheit angesprochen wurde. Hierbei beispielsweise der Trading-Exploit, der Mining-Bug, wo Materialien mehrfach gescannt wurden, und auch einzelne Bugs mit Schiffen. Eine Aufzählung aller Änderungen und Bugfixes findet ihr über die RSI-Website unter den Patch Notes. Diese euch vorzulesen, ist nicht mein Format, deswegen schauen wir uns das Ganze mal an, wie es sich im Verse auswirkt. Auch unter dem Persistent Universe haben wir eine neue Optik, welche augenscheinlich etwas verändert wurde. Hier haben wir beispielsweise, je nachdem, wo wir spawnen wollen, einen anderen Bildschirm, und das Ganze wirkt moderner und aufgeräumter. Auch die Server-Location ist nach unten gerutscht und wir starten wie gewohnt auf einem gewählten Startplaneten. Was mir hier aufgefallen ist, sind Kleinigkeiten. Die Optik wurde verändert, verfeinert und das Ganze sieht irgendwie besser aus. Ich kann es nicht genau an einigen Punkten festmachen, allerdings es gibt viele Wahlplakate und kleinere Ecken, die sich einfach verändert haben und das Ganze ein bisschen lebendiger und gefüllter aussieht. Ich habe daher erst einmal ein paar Minuten in Lawville bzw. in der Hauptstadt verbracht und mir die Änderungen angeguckt. Diese sind eigentlich überall zu finden und fallen einem auf, wenn man viel Zeit an gewissen Punkten verbracht hat. Manche Lüftungsschächte sind anders und andere Kleinigkeiten. Eine nächste nette Überraschung war der Fleet Manager. Hier gibt es in der aktuellen PTU-Version alle Schiffe, die es im Spiel zu kaufen bzw. im Pledge Store jemals gab, direkt zum Auswählen. Die Übersicht bzw. Auswahl ist enorm und es ist auf jeden Fall alles dabei. Mir ist nur aufgefallen, dass manche Schiffe wie beispielsweise die Legatus 600i nicht dabei ist, allerdings wäre das auch dann zu viel des Guten. Somit habt ihr die Möglichkeit, auf dem PTU wirklich jedes Schiff auszuprobieren, auch kleinere Änderungen wie eine Pirate Gladius oder andere Farbvarianten sind hier zur Auswahl bereit. Und auch zu kaufen gibt es etwas Neues, und zwar ein Grey Cat Rock, welcher von vielen schon sehnlich erwartet wurde. Diese kostet wie angekündigt 172.000 Alpha USD und ist aufgrund seiner Fähigkeiten zum Mining bzw. der hohen Gewinnkapazität, die er abwerfen kann, ein wahres Schnäppchen. Von daher würde ich jedem empfehlen, der ab und zu mal minern gehen möchte, sich einen Grey Cat Rock zuzulegen. Allerdings schauen wir uns erst die anderen auffälligen Änderungen an, und zwar im HUD hat sich etwas getan. Uns werden hier beispielsweise unsere ausgewählten Raketen angezeigt und auch die Decoy-Maßnahmen, wie viele wir davon haben und welche ausgewählt sind. Auch sehen wir hier ein Kriseln bzw. einen Staub, welcher sich doch recht gut macht und auch in der Außenansicht etwas mehr Flair und Feeling vermittelt. Und die nächste große Neuerung ist nicht zu übersehen, und zwar Verteidigungstürme und Gegenmaßnahmen. Diese sind überall an Stationen verteilt, welche wir uns nachher im Detail anschauen. Auch ins Auge stechend und nicht zu übersehen sind die wirklich enormen Cargo-Ports bzw. Cargo-Stations. Diese sind wirklich massiv und werden erst aus der Nähe wirklich zu betrachten. Hierbei handelt es sich um mehrere Container, die ineinander gestapelt sind und wirklich etwas hermachen, wenn man sie mal von nahem betrachtet. Wie das Ganze aus der wirklich absoluten Nähe aussieht und einem Test, ob das Ganze nur ein Platzhalter ist oder wirklich ein Container, schauen wir uns nachher nochmal an. So viel schon mal vorweg. Das Ganze ist nicht nur ein nettes Bitmap bzw. eine Grafik, die wir uns angucken können, sondern wir können da drin auch herumfliegen. Um die Dimensionen klarzumachen, die hier eingefügt wurden mit allein diesem Cargo-Bereich, fliegen wir das Ganze einmal ab. Es sind mehrere von diesen Bereichen an einer Station zu finden und überall sind Cargo-Container in verschiedenen Formationen angebracht. Im späteren Spiel ist es auch möglich, hier direkt einen Nutzen bzw. einen Gameplay-Loop, also eine wiederkehrende Spielmechanik zu finden. Das heißt spezielle Missionen, Ab- und Anladen von Cargo und weitere Möglichkeiten, die dann noch ins Spiel implementiert werden sollen. Zumindest ist mit den Cargo-Pods der Anfang gemacht und das Ganze macht auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Was die Performance der neuen Alpha-Version 3.11 betrifft, hatte ich jetzt keinerlei großen Unterschiede. Die FPS-Zahlen sind relativ gleich. Das Einzige, was auffällt, ist eine relativ instabile Server-Performance, was allerdings in den letzten PTU-Versionen ebenfalls der Fall war. Das Update auf die Version 3.11 ist etwa 13,5 GB groß und falls ihr das Update laden wollt, empfehle ich euch, euren Live-Ordner zu kopieren und das Ganze in den PTU umzubenennen. Wenn ihr dann den Download startet, habt ihr nur diese 13,5 GB. Ansonsten lädt euch das Spiel erst diese runter und danach nochmal 50 GB des Spiels. Das Ganze könnt ihr so einfach umgehen und nur die 13,5 GB herunterladen. Hier sehen wir eine der Verteidigungskanonen, welche wir schon aus den Claimjumper-Missionen kennen. Diese sind optisch gleich, allerdings diese Kaliber hier sind wirklich etwas Neues. Hintergrund ist, dass die waffenfreien Zonen geändert wurden bzw. geändert werden und wir relativ einfach auch im Bereich einer Station angegriffen werden können. Daher wurden relativ viele dieser großen Kanonen, wie dieser Behring Stufe 10 Doppelkanone, installiert, welche aus Piraten bzw. Plünderern wirklich kurzen Prozess machen dürften. Das Ganze macht mehr Sinn bzw. ist mit dem Universum besser vereinbar als eine Zone, wo einfach keine Waffen funktionieren. Hier in Everest Harbor bzw. an anderen großen Häfen fällt uns auf, dass einiges umdesignt wurde. Wir haben jetzt hier drei Bereiche, welche enger beieinander sind und das Ganze relativ einfach ist und wir nicht mehr lange Laufwege haben. Auch der Blick ist etwas Neues, hier sehen wir die Verteidigungskanonen und die ungestörte, schöne Sicht auf Hurston ist damit zunichte. Ihr werdet euch sehr schnell auf den Stationen zurechtfinden. Hier haben wir beispielsweise auf dieser Ebene nur die Möglichkeit, Schiffe zu claimen, zu storen und hier werden wir auch spawnen. Das neue Innerstation-Transitsystem ist relativ einfach ausgeschildert. Es ist extra mit grüner Schrift und grünen Leuchten hinterlegt und ihr habt hier auch wieder Aufzüge, um in die anderen Bereiche zu gelangen. Bei den meisten Bereichen handelt es sich um keine Neuerungen, sondern nur Veränderungen. Allerdings ist das Cargo Center etwas Neues. Dieses ist größtenteils noch ein Platzhalter, ähnlich wie die Außenbereiche im Cargo Deck. Allerdings haben diese schon jetzt ein paar Funktionen, die ich euch natürlich auch noch zeigen möchte. Die Container Yard bzw. der Warehouse Processing Bereich ist bislang noch nicht wirklich spielentscheidend bzw. ihr habt ja noch keine Möglichkeiten. Allerdings ist der nett anzuschauen. Auch wenn hier mehr Leute rumsitzen, als wirklich arbeiten. Aber ich glaube, das ist heute in jedem anderen Containerhafen auch nicht anders. Die Durchsagen bzw. die Atmosphäre, die vermittelt wird, wirkt stimmig und das Ganze macht auf jeden Fall Lust auf mehr in diesem Bereich. Der nächste Bereich, der Cargo Services Bereich, hat dann doch schon jetzt Spielwert. In diesem können wir nicht nur Gegenstände einkaufen, sondern auch Schiffe leihen. Diese Schiffe sind allesamt Cargo-Schiffe und bieten uns zusätzliche Möglichkeiten. Auch können wir hier Essen und Trinken einkaufen, was dann einen Besuch auf der Planetenoberfläche hierfür obsolet macht. Das Ganze erinnert etwa an einen Flughafen mit den Wartenden und den Anzeigetafeln und wir sehen hier schon unter Rentals haben wir nochmal die Möglichkeit andere Schiffe zu leihen und zwar reine Cargo-Schiffe bzw. Schiffe mit Frachtkapazität. Die Preise sind ähnlich wie von anderen Leihmöglichkeiten, allerdings bekommen wir hier wirklich nur kleinere Frachtschiffe von einer Titan über die Cutlass bis hin zu einer Freelancer. Der Logistikbereich ist zwar noch mit vielen Platzhalter ausgestattet, allerdings ein kleiner Tipp, ihr könnt hier alles kaufen, was ihr für eine Handmining-Session bzw. einen Mining-Ausflug braucht. Vom Novicore Armor, das heißt mit dem großen Rucksack, über ein Greycare Tool mit den Aufsätzen bekommt ihr hier alles direkt in den Shop und könnt das Ganze auch jetzt schon kaufen. Die Preise unterscheiden sich hierbei nicht von Lorville bzw. anderen Städten, wo ihr einkaufen könnt, also ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, schnell und effektiv die notwendigen Mining-Ausrüstungen zu kaufen. Auch kleinere kosmetische Items bzw. andere Bergbauausrüstung könnt ihr euch kaufen, diese hat allerdings relativ wenig Nutzen. Der letzte Schiffsbereich bzw. Bereich, den ihr betreten könnt, ist aktuell auch noch nicht implementiert, deswegen begeben wir uns in den Galeriebereich. In diesem Bereich ist hauptsächlich das Administration Office im oberen Stockwerk untergebracht, einige Shops und vor allem eine Food Area. Wer gerne auf exotisches Essen steht, kann sich den Food Court gerne mal näher anschauen. Es gibt diverse Bars und Restaurants, wo ihr euch etwas zu essen holen könnt. Auffallend ist auch in diesem Bereich, dass es Terminals gibt, die aktuell noch keinen Nutzen haben und auch der Bartender hier ist nicht wirklich motiviert. Was dieses Schild bedeutet, kann mir vielleicht jemand von euch verraten. Warum eine schwarz-rot-goldene Flagge?
mit einem Überwachungssymbol hat sich meiner Kenntnis entzogen. Die Automaten wären auf jeden Fall ein Spiel wert, allerdings sind diese ohne Funktion aktuell. Und in diesem restlichen Bereich finden wir nur noch zwei Stores, einen Platinum Bay und einen Klamottenladen. Und nachdem ich vorher schon angekündigt habe, dass die Cargo Areas im Außenbereich mehr sind als nur reine Optik, muss man natürlich auch sofort testen, was man damit alles anstellen kann. Ich sehe schon die ersten Challenges kommen, bei denen hier Rennen geflogen werden bzw. Verfolgungsjagden durch den Cargo-Bereich. Auch Durchfliegen ist möglich, das heißt, ihr könnt mit kleineren Schiffen hier wirklich durch den kompletten Cargo-Bereich durchfliegen und seid hier nicht irgendwo in einer Todeszone bzw. das Ganze ist kein Platzhalter und ihr fliegt gegen eine unsichtbare Wand, wie von Star Citizen gewohnt, auch in diesem Detail, ihr könnt wirklich alles durchfliegen mit dem richtigen Schiff oder ihr steigt aus und nehmt euren EVA-Suit. Und auch die ersten Rennen und Rekorde, die durch den Cargo-Bereich fliegen, wird es wahrscheinlich demnächst auch geben. Das Ganze macht Spaß und vor allem im Raumkampf stelle ich mir hier einige coole Videoaufnahmen vor, wenn man hier irgendwann einmal auch schießen kann. Aktuell ist nämlich die waffenfreie Zone direkt an der Station noch aktiv. Das soll allerdings sich noch ändern, das heißt, die waffenfreie Zone soll irgendwann mal komplett aufgehoben werden und die Verteidigungskanonen sollen dann für Ruhe und Ordnung sorgen. Eine weitere Neuerung hat sich auf dem Planeten bzw. Oberflächen ergeben. Das Ganze sieht auf jeden Fall nochmal eine Ecke besser aus, allerdings für meine Verhältnisse wird das Ganze erst sichtbar, wenn man einen direkten Vergleich hat. Ich beispielsweise konnte mich nicht erinnern, ob das vorher genauso ausgesehen hat, es macht auf jeden Fall einen Ticken besseren Eindruck, allerdings sind die Änderungen hier marginal. Eine der wichtigsten Änderungen ist das Item-System. Hier können wir beispielsweise vom Rock direkt aufs Inventar unseres Anzugs zugreifen und beispielsweise hier Gegenstände hin und her schieben. So können wir den Rock weiter minen nutzen lassen und unser Kumpel beispielsweise holt die Materialien aus dem Rock und wir machen uns weiter ans Minen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und ein Subscribe da. Die Version 3.11 auf dem Test-Universe ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung und die neuen Änderungen sind vielversprechend. Auch ist es diesmal so, dass der neue Test bzw. die 3.11 recht schnell released wurde im Vergleich zu den vorherigen Versionen und ich finde, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung ein bisschen anzieht. Für mich sind das viele positive Aspekte und ich hoffe, dass ihr das genauso seht. Auch die Fixes der Bugs bzw. Exploits ging dieses Mal sehr schnell. Von allen angesprochenen Bugs und Exploits der letzten Wochen sind alle gefixt worden und es ist nichts mehr übrig geblieben. Auch die Neuerungen wie das Cargo Deck, was aktuell nur eine optische Spielerei ist, kann sich recht schnell mit Leben und mit Sinn füllen. Und das Ganze macht auf jeden Fall mal schon mehr Geschmack auf mehr Content. Auch die neuen Schiffe, die jetzt mit der 3.11 später ins Spiel kommen, das heißt der 100er Serie von Origin und vor allem der Mercury Star Runner, kommen nochmal einige neue Punkte ins Spiel, die ich mir auf jeden Fall näher anschauen werde. Falls ihr Anregungen oder auch Kritik habt, wie immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich wie immer, see you in the verse.